Hallo Formel-1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video mit Marcel Fischer. Hallo. Ja, Marcel und ich werden uns unterhalten und wir werden heute statt 5 Runden 3 Runden fahren. Der Grund ist ganz einfach, es ist in Le Castellet nicht so wahnsinnig viel passiert, also was die Vergangenheit angeht. Und wir haben uns dann gedacht, in Ungarn machen wir wieder die 5 Runden. Die Strecke ist ja auch etwas kürzer, da ist ja auch etwas mehr passiert. Und da würde ich sagen, legen wir los. So Freunde, auf geht's in eine schnelle Runde durch Le Castellet. Also, hier ein paar Streckendaten. Die Strecke wurde 1970 eröffnet und die Streckenlänge beträgt 5482 Meter. Es gibt insgesamt 15 Kurven, 6 davon gehen links herum, 9 davon gehen rechts herum. 53 Runden werden am Sonntag hier gefahren. Und der Rundenrekord liegt mittlerweile 3 Jahre zurück. Und zwar ist der von Sebastian Vettel in seinem Ferrari SF90 mit einer 1:32.740. Insgesamt wurden hier schon 17 Grand Prix gefahren. Das heißt, Nummer 18 folgt am Sonntag. Insgesamt gibt es hier 12 Boxen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch noch gar nicht wusste. Und die Streckenbreite beträgt zwischen 10 und 12 Meter über 180 und die Streckenlänge zwischen 826 und 6105 Meter. Die Streckengröße beträgt 25 Hektar, das sind ungefähr 25 Fußballfelder. Die Mistralgerade ist 1,6 Kilometer lang. C2, C3, C4 werden am Wochenende gefahren. Die Sturzeinstellung vorne minus 3,25 Grad. Und hinten minus 2,09 Grad. Und die Reifendrücke haue ich euch auch noch um die Ohren. 24 PSI vorne, 21 PSI hinten. Und nun viel Spaß mit dem Rückblick in die Vergangenheit. Okay, dann würde ich sagen 3, 2, 1 und los. So, liebe Formel 1 Fans, der 3 Runden Frankreich Grand Prix ist damit eröffnet. Wow, mein Start ist gar nicht mal so scheiße. Also Herrschaften, fangen wir an. Das Jahr 1989, da war ich ein Jahr alt, für alle, die es wissen wollen. Ja, was ist da passiert? Es gab eine Massenkarambolage in Kurve Nummer 1, denn der Marschfahrer, das muss ich ablesen, Mauricio Gugelmann, ist in der ersten Kurve, nämlich auf die Hinterräder von Thierry Boutsen und Nigel Mansell hinten drauf gefahren und ist durch die Luft geflogen. Ich denke mal, ihr habt das Bild wahrscheinlich noch vor den Augen an diejenigen von euch, die sich da noch daran erinnern können. Und dann gab es natürlich erstmal einen Rennabbruch, ist ja klar, weil Sicherheit und sowas geht natürlich erstmal knallhart vor. Damals gab es ja noch die T-Cars, ihr könnt euch wahrscheinlich noch an die T-Cars erinnern. Und da sind die Leute ganz schnell in die Boxengasse geflitzt, um sich halt ihre Ersatzautos zu schnappen. Kurioserweise ist Ayrton Senna gar nicht erst zum Start gekommen, denn er hatte nämlich einen Getriebeschaden. Und Nigel Mansell hat das Rennen dann doch noch aufnehmen können, Gott sei Dank kann man sagen. Und ein gewisser Alain Prost hat das Rennen am Ende dann doch gewonnen. Nigel Mansell fuhr auf die 2 und Ricardo Patrese ist am Ende dann Dritter geworden. So. Und ein gewisser Jean Alesi hat bei dem Grand Prix, zufälligerweise auch sein Heim-Grand Prix, nämlich seine Formel-1-Karriere gestartet. Auch ziemlich cool, wa? Strecke rückwärts ist gar nicht so einfach. Nee, ist es auch nicht. Ich habe vorhin das nochmal so ein bisschen getestet, aber heilige Scheiße, ey. Die Strecke ist echt kompliziert. Oh ja. So. Dann springen wir mal in das Jahr 2018, wo die Formel 1 ihre Rückkehr nach Le Castellet feierte. Für alle, die es jetzt wissen, ich mache heute nur diese Le Castellet-Höhepunkte, die ich herausgefunden habe. Manicur wird nicht dabei sein. Ja, was fällt euch zum Jahr 2018 ein? Richtig, Vettel und Bottas kollidieren in der ersten Runde und auch in der ersten Kurve. Ja, Sebastian, das war leider nichts, deswegen hat man dir auch eine 5-Sekunden-Strafe reingehauen, nachdem du mit Bottas kollidiert hast. Denn nicht nur sein Rennen war vorbei, am Ende ist er Fünfter geworden, Bottas hat ja auch einen Frontflügelschaden erlitten. Ja, am Ende gewann Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Kimi Räikkönen. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Eieiei. Oh, diese Ecke ist wirklich knifflig. Meine Güte. Gar nicht, wo man hinfahren muss. Ja. So, springen wir in das Jahr 2019 und da gab es eine ganz kuriose Geschichte, nämlich den Vierfachkampf in der letzten Runde. Da waren mit dabei Kimi Räikkönen, Daniel Ricciardo, Lando Norris und Nico Hülkenberg. Ich
denke mal, ihr wisst noch, worauf ich hinaus möchte. Genau, denn Daniel Ricciardo hat in der Schikane, ich glaube, Norris ein bisschen abgedrängt, soweit ich weiß. Und dann hat er auch noch Off-Track Kimi Räikkönen, soweit ich weiß, überholt. Das Ergebnis war nicht nur eine 5-Sekunden-Strafe für den Australier, sondern gleich zwei. Damit ist er, soweit ich weiß, aus den Top 10 sogar herausgefallen. Ja. Tja. Ist halt schade, aber Regeln sind Regeln. Man darf halt nicht Off-Track überholen. So, und damit springen wir auch zum letzten Ereignis. Und das ist nämlich folgendes, nämlich 2021. Verstappens alternative Strategie zum Rennsieg, denn er hat sich dann etwa bei der Rennhalbzeit gedacht, nee, die harten Reifen machen nicht mehr, ich werde mir jetzt die Mediums holen, und das war ein cleverer Schachzug seitens Red Bull, denn dadurch hat er dann Lewis Hamilton noch vor der Mistral-Schikane, ich glaube in der vorletzten oder drittletzten Runde geholt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, und hat sich dann am Ende dann den Rennsieg und ich glaube auch die schnellste Rennrunde dann auch noch geholt. Ja, Herrschaften, das ist alles, was ich herausfinden konnte. Wenn es etwas gibt, wo ihr sagt, ey Mike, das hier hättest du aber noch reinpacken können, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst andere daran teilhaben. Und ja, es wird wohl aller Voraussicht nach der letzte Grand Prix von Frankreich sein, denn 2023 gibt es schon die ersten Gerüchte, dass dieser Grand Prix nicht mehr mit dabei ist. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Seid ihr enttäuscht? Seid ihr froh? Ne, lasst es uns gerne in den Kommentaren ein wenig. Lasst uns in den Kommentaren ein wenig diskutieren. So, und auf den letzten Metern. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn Frankreich rausfliegt. Ich mag die Strecke gar nicht. Die Strecke ist irgendwie langweilig. So, ja. Kriege ich ihn noch auf den letzten Metern? Ich hab noch Vision ERS. Nein! Oh. Okay, was denn? Yeah. Ich gebe mich geschlagen. Nice. Herzlichen Glückwunsch zum Rennsieg. Ja, du bekommst den weltberühmten Gorilla-Pokal. Warum das ein Gorilla ist, konnte ich ehrlich gesagt nicht herausfinden. Vielleicht habe ich es ja auch mittlerweile herausgefunden und schreibe es euch unten in die Kommentare. So, liebe Herrschaften, das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Marcel hat dieses Mal leider kein Video am Start, aber für Ungarn hat er mir versprochen, hat er auf jeden Fall ein ziemlich lustiges Video schon in Planung, sagen wir mal. Und ja, gerne den Kanal supporten, wenn ihr das möchtet. Schaut am Samstag wieder vorbei, denn da gibt es ja, wie bereits erwähnt, das Ranking der Top 5 der schlechtesten Boxenausfahrten in F1 22. Ich habe die Liste zusammen und ich freue mich auf das Video. Also in dem Sinne, macht es gut, bis dann und ciao. Ciao.